take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge und zwar kümmern wir uns heute um den Bundesliga Player of the Month des Monats Januar, Leon Goretzka. Ja, wir sehen, 13 Tage ist das Ganze noch verbleibend, also wir haben 2 Wochen entspannt Zeit für Leon Goretzka und ich möchte das Ganze mit euch heute wieder bequatschen und zwar mit dem Format: Lohnt sich die SBC, ja oder nein? Für alle die neu sind, kurze Erklärung, was ist das für ein Format? Und zwar möchte ich meine Meinung euch natürlich mitteilen. Ihr schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, sagt ihr, hey, das Ganze lohnt sich. Dann bitte einen Kommentar mit Begründung, wieso sich das Ganze lohnt, in die Kommentare. Aber auch andersrum, wenn ihr sagt, hey, die SBC lohnt sich überhaupt nicht, dann bitte mit Begründung in die Kommentare. Ja, wir werden das Ganze, die positiven Sachen und die negativen Sachen, alle im Detail uns anschauen und am Ende quasi ein Fazit ziehen. Außerdem habe ich 4 Squads vorbereitet. Also wir sehen 4 Segmente, sehen wir ja, müssen wir für Leon Goretzka abschließen. Die habe ich natürlich vorbereitet. Günstige Lösung für euch, ohne Loyalität vorbereitet. Also falls ihr ihn abschließen wollt, dann seid ihr auch genau richtig, wenn es darum geht, ihn günstig abzuschließen. Ich werde euch außerdem noch Tipps und Tricks natürlich mit an die Hand geben, wie man das Ganze machen sollte, wenn es darum geht, ihn abzuschließen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, Leon Goretzka, das ist die Karte, 87er Play of the Month. Wir sehen alle Werte schon mal hier über 80, wenn wir gleich uns mal im Detail anschauen. Vorab natürlich 1,89 ist er groß. Ja, schauen wir uns die Karte mal im Detail an. Also ist natürlich ein Riese, perfekt für so einen Sechser. Ja, hoch ist außerdem noch die Arbeitsrate, wenn man ihn jetzt als Box-to-Box-Mittelfeldspieler benutzt. Perfekt. Dann rechter ist der starke Fuß. 4 Sterne, 3 Sterne, kann man auch auf jeden Fall nichts gegen sagen. Wie gesagt, man sieht schon mal, es ist kompletter Allrounder mit diesen Kartenwerten. Und wenn wir uns das mal im Detail jetzt sogar anschauen, Tempo liegt bei 87 mit dem 88er Antritt, Sprintgeschwindigkeit bei 87. Der Schuss ist auch auf jeden Fall, ja, ist ausgeglichen, ist komplett ausgeglichen. Passspiel hier bei 90 mit einem langen Pass von 84 und einer Übersicht von 88. Dribbling bei 87, Ballkontrolle, Dribbling bei 85, 83er Ruhe. Und dann haben wir noch eine Def mit 88 Abfang. Ausdauer vor allen Dingen hier bei Physis. Bei 80er Physis liegt hier bei 90. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und man kann ihn halt je nach Campstyle, beziehungsweise je nachdem, wie man ihn einsetzt, mit dem jeweiligen Campstyle richtig gut boosten. Heißt, wenn ihr sagt, ihr benutzt ihn offensiv als Zehner zum Beispiel, ja, einfach einen Hunter draufpacken, Tempo, Schuss boosten. Wenn ihr sagt, hey, ich benutze ihn als ZTM, super einfachen Defensiv und Physis Boost mit einem Shadow, mit einem Anchor oder so weiter. Einfach draufpacken und Spaß mit der Karte haben. Also das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Ja, und dann kommen wir zur zweiten Frage. Das ist jetzt zwar Leon Goretzka, aber was kostet uns eigentlich der ganze Spaß? Das ist die große Frage. Ja, wenn man nichts im Verein hat, kostet euch das Ganze 540.000 Münzen. Das ist momentan der Stand und das ist natürlich richtig, richtig happig. Also das ist wirklich richtig viel Kohle und ja, da stellt sich halt wirklich die Frage, ob sich das denn Ganze lohnt oder halt nicht. Und da bin ich echt auf eure Meinung gespannt. Also wie gesagt, eure Meinung gern in die Kommentare. Ich persönlich muss sagen, Leon Goretzka, 540.000 Münzen, eher No-Go. Eher No-Go, würde ich sagen. Also da gibt es definitiv für das Geld gute, gute Alternativen. Wir sehen, wir haben hier noch eine Leihkarte. Die schauen wir uns jetzt auch mal kurz im Detail an. Falls man sich halt wirklich unsicher ist, vielleicht mal die Leihkarte ausprobieren. Okay, nur ein 82er Squad, das geht auf jeden Fall fit. 90 Teamschmied, okay, das könnte doch ein bisschen tricky werden. Aber falls ihr wirklich unsicher seid, holt euch hier Leon Goretzka 20 Spiele lang und testet ihn halt wirklich aus. Und dann kommen wir nochmal zum Zeitpunkt. 2 Wochen Zeit, heißt, wir haben 2 Rewards-Wochen dazwischen. Heißt, wenn ihr Weekend League zockt, Weekend League Rewards. Und auf der anderen Seite natürlich auch Division Rival Rewards. Wenn ihr da auf die Untauschbaren geht, können natürlich Leon Goretzka und den Preis ja mindern. Ne? Also heißt, mit untauschbaren Rewards, zum Beispiel High-Rated Spielern, können natürlich Leon Goretzka günstiger abschließen. Aber da wisst ihr ja Bescheid. Das vielleicht nochmal kurz als kleinen Tipp nebenbei. Und ja, sonst schauen wir uns natürlich jetzt alles mal im Detail an. Also, Leon Goretzka, die Karte 540.000 Münzen. Und da muss ich ganz klar sagen, wir haben zum Beispiel Marcus Rashford, der kostet euch 550.000 Münzen. Und bei von dem war ich noch nicht mal. Der geht noch 6 Tage über, ja, überzeugt. Klar, er hat jetzt das Upgrade hier zum 5-Sterne-Spezialbewegung bekommen und das Upgrade zur 88er-Karte. Aber der hat zum Beispiel eine Headliner-Karte, ja.
Und Leon Goretzka, ich weiß nicht, ob er ein Upgrade kriegt. Ich gehe mal nicht davon aus. Da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, und wann das Upgrade dann kommen würde. Aber lohnt er sich dann wirklich? Lohnt er sich? Vielleicht lohnt er sich. Das würde ich vielleicht jetzt nochmal sagen, wenn man vielleicht schon so einen Reus hat und so weiter und man ihn wirklich super, super linken kann. Oder ein Bundesliga-Squad zum Beispiel, auch wäre eine weitere Möglichkeit, um ihn zu linken. Aber gehen wir mal rein in die SPC. Was haben wir hier überhaupt? Die Mannschaft ist die erste SPC, die man abschließen muss. Bundesliga dann, Bayern München und Spieler des Monats. Ja, und wenn wir uns jetzt die vier Segmente mal anschauen, wir müssen insgesamt, wie gesagt, 540.000 Münzen ausgeben, kommen wir hier mit der ersten SPC bei 50.000 bis 55.000 Münzen an. Also das geht natürlich. Wir sehen hier, wir brauchen einen 83er Squad, mindestens 4 Deutsche, Team of the Week Spieler mindestens 2 und eine Teamschmiede von mindestens 85. Der Bundesliga Squad liegt dann bei ungefähr 110.000 Münzen. Hier haben wir 4 Bundesliga Spieler, die wir einsetzen müssen. Spieler aus derselben Nationalität maximal 5, Team of the Week Spieler mindestens 2, Teamgesamtwertung mindestens eine 84, eine Teamschmiede von mindestens 85. Und dann geht es weiter mit dem Bayern-München-Squad. Da müssen wir 85er-Team abgeben mit mindestens 3 Bayern-Spielern. Spieler aus derselben Liga maximal 4 und eine Teamschmiede von mindestens 80. Ja, und dann kommt der letzte Squad. Der liegt übrigens bei 135.000, der Bayern-München-Squad ungefähr. Und dann kommt der letzte Squad. Der wird richtig teuer. Warum wird der teuer? Da ist ein Brick-Slot drin, aber dazu gleich mehr. Deutschland-Spieler mindestens 1, Bundesliga mindestens 1, Bayern-Spieler mindestens 1, 85er Rating, in Anführungsstrichen eigentlich ein 86er Rating, wegen diesem Brickslot, und dann haben wir eine Teamschmiede von mindestens 70. Ja, und das liegt bei 240.000 bis 250.000, je nachdem, ja, von den Coins her. Also, Spieler des Monats, wirklich ja, der teuerste Squad von allen, und jetzt gehen wir mal alle im Detail durch. Also, die erste SBC, falls ihr es nachbauen wollt, haben wir hier eine günstige Lösung, habe ich euch einmal hier vorbereitet. Ihr seht, wir haben hier eine Chemie von 90, könnt ihr auf jeden Fall ganz entspannt 1:1 nachbauen. Und ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, wir kriegen ein seltenes Goldpack, das sehen wir auf jeden Fall. Und da gehen wir nochmal kurz zurück, denn ich wollte auf die Packs auf jeden Fall noch eingehen. Also wir bekommen hier ein seltenes Goldpack. Kann man auf jeden Fall 50.000 Münzen, man kriegt ein seltenes Goldpack. Ja, ist fragwürdig, ist fragwürdig. Ich meine, nee, es ist einfach kein geiler Reward dafür. Ganz ehrlich, Bundesliga, seltenes Spielerpack. Also 50.000 seid ihr am Start. Ist okay. Dann geht's weiter mit einem seltenen Megapack. Ist auch okay. Muss man ganz klar sagen. Spieler des Monats, ein Jumbo Primo Gold Spielerpack. Ist nicht so geil. Also von den Rewards her bin ich überhaupt nicht angetan. Also überhaupt nicht. Also das großes Minus für mich mit den Packs. Denn muss ich ganz klar sagen, 550.000 Münzen, die man hier fast für ausgibt, und dann kriege ich solche Packs zurück. Nee, also sorry. Das ist auf jeden Fall nichts für mich. Diese SPC, da mache ich, glaube ich, einen großen Bogen drum. Aber kommen wir zurück zu der Mannschaft, zu dieser ersten SPC. Also wir müssen 2 Team of the Week Spieler abgeben. Ja, und da haben wir einmal hier Hinteregger aus der Bundesliga mit am Start. Der geht momentan so für 15.000 über den Markt. Dann haben wir einen Selke, der liegt ebenfalls bei 15.000 Münzen. Auch wenn jetzt hier ein paar Coins transferieren, der liegt auch ungefähr bei 15.000 Münzen. Ja, und der Rest wird eigentlich nicht so teuer. Also wirklich nicht. 83er Squad, wir müssen halt mindestens 4 Deutsche mit am Start haben. Wir haben jetzt hier 6 mit am Start. Okay, 83er Squad hin. Aber ja, Teamchemie liegt halt hier bei 85. Ja, und die Bayern-Spieler, die sind auch nicht so krass gestiegen. So ein Tolisso zum Beispiel, ja, als 83er, der liegt bei 2.000 Münzen. Auch wenn ihr es jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen könnt. Da 1,7 drauf geboten, also kriegt ihr für 2.000 Münzen trotzdem als Bayern-Spieler wirklich günstig. Falls ihr es jetzt 1:1 nachbauen wollt, hier gehen wir nochmal kurz durch. Baumann ist am Start für 1,3 mal gekauft. Piszczek für 700, Erstbesitzer Unterspar ist dann hier Tar. Süle haben wir noch am Start, Hinteregger wie gesagt, Hradecki 5.300, also für 84er, die haben auf jeden Fall guten Spaß. Tolisso, Kagawa, Goretzka, Götze und wie gesagt Selke. Und Hradecki, weiß ich gar nicht, wann ich den gekauft habe für 4.5.3, aber er scheint halt echt immer noch dabei zu liegen. Also 84er natürlich beeinflusst, und da gehen wir nochmal kurz zurück, beeinflusst natürlich durch diese SPCs, wie zum Beispiel Basis-Icon-Upgrade und die ganzen anderen weiteren SBCs. Also
Das hat natürlich dann auch Einfluss auf so einen Leon Goretzka. Kommen wir zur zweiten SPC. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, durchgegangen. Die Mannschaft könnte 1:1 nachbauen, müsst ihr aber nicht. Wie gesagt, 83er Squad ist wirklich simpel, bekommt ihr einfach hin. Und ja, das auf jeden Fall zur ersten SPC. Seltenes Goldpack bekommen wir dafür, dann kommen wir zur zweiten. Und das ist die Bundesliga. Der nächste Squad auch hier wieder. Zwei Team of the Week Spieler, mindestens Bundesligaspieler, mindestens 4. Ihr seht, ich bin hier komplett in die Bundesliga gegangen. Spieler mit derselben Nationalität, maximal 5. Teamgesamtwertung von der 84. Eine Teamchemie von mindestens 85. Anzahl Spieler im Team sind dann wieder 11. Ja, und ihr seht fast die gleichen Gesichter. Süle, Baumann, Hinteregger, Radecki, dann haben wir Martinez als Linksverteidiger. Wie gesagt, sage ich euch auch immer, es gibt halt keine High-Rated Links- und Rechtsverteidiger. Und vor allen Dingen in der Bundesliga nicht. Und deshalb einfach hier dann Out-of-Position-Leute hinstellen und dann habt ihr das Ganze. Dann haben wir hier den Inform, den zweiten Inform mit Brandt. Der geht momentan für ungefähr zwischen 25.000 und 30.000 auch, über den Markt. Und dann haben wir wieder Tolisso, Kagawa, dann haben wir Werner als 83er, der ist auch nicht teuer. Und dann etwas high-rated Spieler, wie gesagt, bei 84er Squad mit Robin am Start. Und dann haben wir, wie gesagt, noch Ribéry. Der Squad kostet euch 110.000 Münzen. Seltenes Spielerpack bekommen wir dann dafür. Namen dürften jetzt eigentlich klar sein. Trotzdem gehen wir nochmal kurz durch für die, die es unbedingt wissen wollen und nachbauen wollen, so wie es ist. Habt ihr hier nochmal die Namen und dass ich das einmal gezeigt habe. Und dann gehen wir auch direkt schon in den nächsten Squad. 135.000 kostet euch dieser Squad. Wie gesagt, seltenes Megapack bekommen wir hierfür. Bayern-Spieler mindestens 3. Wir müssen Spieler aus derselben Liga maximal 4 benutzen. Dann Teamgesamtwertung eine 85, Teamchemie bei mindestens 80 und Anzahl der Spieler im Team sind 11. Ja, und hier mein großer Tipp, geht mit einem High-Rated-Spieler wie zum Beispiel Lewandowski. Ihr könnt natürlich auch unten mit Neuer gehen und dann mit Süle und dann mit Alaba zum Beispiel. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Ich habe mich jetzt hier für Tolisso, Coman und mit Lewandowski entschieden. Hier haben wir dann noch einen weiteren Bayern-Spieler mit Goretzka, aber der ist wirklich nicht teuer. Einfach um dann Draxler zu linken. Rabiot haben wir dann in der Mitte mit Kimpembe und Sokrates als Innenverteidigerpaar. Dann Alba auf der Linksverteidigerposition, auch nochmal Highest Rating. Und dann haben wir Monda da außen und Leno im Tor. Ja, das ist auf jeden Fall die Lösung zu dieser SPC. Und da ganz klar meine Empfehlung, High-Rated-Spieler wie zum Beispiel so ein Alba benutzen und ein Lewandowski, um dann halt Low-Rated-Spieler wie die ganzen 83er, die wirklich nicht viel kosten, zu benutzen. Ja, und dann gehen wir mal kurz durch die Namen. Ihr wisst Bescheid, Monda da, Kimpembe, Sokratis, Jordi Alba. Ich habe es ja eben eigentlich gesagt. Nur wie gesagt, die, die es sehen wollen, hier nochmal die Namen. Ja, und das auf jeden Fall der Squad Nummer 3. 135.000 kostet euch der. Und wie gesagt, da muss ich halt echt sagen, also 550.000 Münzen für einen Leon Goretzka. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lasst mich, wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, in den Kommentaren das wissen. Dann kommen wir zur letzten SPC und hier wird es halt wirklich eine große Frechheit von EA. Wir haben Brickslot, sieht man eigentlich, was als was der wertet? 50er geratete Karte, Leute. 50er geratete Karte. Nee, sorry, aber da ist echt vorbei. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein 87er Squad ist. Könnte man fast schon sagen, ne? Könnte man fast schon sagen. Naja, ist ja auch egal. Deutschland braucht man mindestens einen Spieler, Bundesliga mindestens einen, Bayern mindestens einen. Ihr seht, wir sind hier mit James Rodriguez gegangen. Passt natürlich perfekt, wegen Cuadrado hier auch noch rein. Ja, und dann haben wir einen 85er Squad, 70 Teamchemie, die wir mindestens erreichen müssen und 10 Spieler in der Anzahl. Halt keine 11 wegen diesem einen Brickslot. Ja, und hier ist es halt ein bisschen doof. Wegen Deutschland haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Leno. Deshalb ist der auch ein bisschen gestiegen. Und ja, der kostet euch auch ungefähr 4.500 Münzen als 84er. Also ja, da stellt sich halt auch die Frage, wenn ich so einen Leno habe zum Beispiel, ja, dann verkaufe ich den auch lieber für richtig gutes Geld, ja, oder High-Rated-Spieler, anstatt die hier für einen Leon Goretzka hinzulegen. Also das ist zum Beispiel dann, was ich denke, ne, wenn ich so High-Rated-Spieler habe, gehe ich lieber hin und verkaufe die. Hier habe ich jetzt untauschbar so einen Mandzukic stehen. Aber auch hier wieder 85er, in Anführungsstrichen 86er Squad, heißt für euch High-Rated Spieler, wie zum Beispiel halt so ein James Rodriguez. Ja, ihr müsst hier nicht mit Neuer oder mit Lewandowski gehen, das ist vielleicht ein bisschen too much. Dann gehen wir hier hinten mit Handanovic als weiteren 88er,
Dann haben wir jetzt Skriniar und Miranda in der Innenverteidigung. Kompany ebenfalls high-rated und Serie A ja sowieso immer beliebt, wenn es halt, wie gesagt, darum geht, SBCs zu machen. Könnte auch, wie gesagt, so drehen, ist komplett egal. Dann haben wir Cuadrado auf der rechten Seite mit James, dem Brickslot und Milinkovic-Savic und vorne Mertens und Mandzukic. Also hier, wie gesagt, diese Spieler, ich gehe nochmal die Namen durch für die, die es wirklich sehen wollen. Und das, wie gesagt, die SBC, die euch wirklich 240.000 bis 250.000 Münzen kostet. Aber wie gesagt, je nachdem, was ihr für untersparige Spieler schon im Verein habt, könnt ihr natürlich das Ganze auch günstiger machen. Und dann hier vielleicht nochmal zu diesem Squad war es, glaube ich. Da müsst ihr Rabiot zum ZDM machen, falls ihr das 1:1 nachbauen wollt. Denn wie gesagt, ich habe hier die beiden als Erstbesitzer, dann würdet ihr auf 79 Teamchemie kommen und dann einfach eine Pushing-Change-Karte hier auf Rabiot anwenden und dann habt ihr das Ganze auch schon fertig. Das vielleicht nochmal so kurz nebenbei. Ja, und dann habe ich euch alles gezeigt. Ich habe euch die SPCs gezeigt, ich habe euch die Karte gezeigt, ich habe euch die Packs gezeigt, die man zurückbekommt. Ja, und fazitmäßig muss ich ganz klar sagen, ich bin nicht so wirklich überzeugt von dieser SPC. Einige wollen ja einfach wissen, wie meine Meinung zu der jeweiligen SPC ist. Also wenn ihr euch wirklich unsicher seid, und das bin ich ich bin mir eigentlich nicht mehr unsicher, muss ich ganz klar sagen, dann macht, wie gesagt, gerne die Leihkarte. Ihr müsst euch einfach überlegen, ist euch so ein Goretzka 550.000 Münzen wert? Ja, ihr habt die oben auf dem Account vielleicht liegen, sagt ihr dann 550.000 lege ich dafür hin. Es kommen eventuell eine Prime-Icon-SPC, beziehungsweise Primer-Icons zu diesen Moments, ja. Macht ihr eine Basis-Icon-Upgrade-SPC, lohnt sich das vielleicht eher? Das sind halt einfach 550.000 Münzen und da muss ich halt ganz klar sagen, ist für mich einfach ein No-Go. Und das vielleicht nochmal so als Fazit. Und es gibt wirklich mehrere Alternativen, ja, auf der 6. Also es ist kein Offensivmann oder so und ich weiß nicht. Für mich ist es ein No-Go. Also ich weiß nicht, da geht man vielleicht dann doch lieber mit dem Monster Watch zum Beispiel, ja. Der kostet viel, viel weniger auf dem Markt. Ich glaube, er liegt bei gut 190.000 Münzen. Ich werde euch das jetzt hier, glaube ich, mal kurz einblenden. Und wie gesagt, also ich bin überhaupt nicht begeistert von dieser SPC. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, was eure Meinung zu dieser Leon Goretzka-Karte ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser SBC. Und das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dieser SBC. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den jeweiligen Lösungen zu den Squads. Wenn ja, lasst mich mit einem Daumen hoch wissen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr an weiteren SBCs interessiert seid. Und dann sehen wir uns auch bei dem nächsten Video wieder. Das war es auf jeden Fall. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.